Michelle Loczynski war mit ihrem Sohn Timothy auf dem Jahrmarkt in der Stadt. Sie ging los, um eine Limonade für ihren Sohn zu kaufen, doch leider sah sie ihn nie wieder. In unserem ersten Fall werden wir über das Verschwinden des kleinen Jungen und sein tragisches Ende sprechen. Außerdem werden wir Zeuge, wie ein Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, nur um Jahre später gefasst zu werden. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Der fünfjährige Timothy Wiltsey lebte mit seiner Mutter Michelle Loczynski in South Amboy, USA. Sein Vater George und seine Mutter Michelle ließen sich scheiden, als Timothy 6 Monate alt war. Nach der Scheidung zog George nach Walker, Iowa und brach den Kontakt zu seinem Sohn ab. Timothy besuchte die St. Mary's Grundschule, wo er als schüchterner und zurückhaltender Junge bekannt war. Er war verliebt in seine Katze Norton und hatte eine große Vorliebe für den Eismann und Feuerwehrautos. Er hatte auch die seltsame Angewohnheit, mit seinen Schuhen zu schlafen. Am Abend des 25. Mai 1991 erhielt die Polizei von South Amboy einen Anruf von einer verzweifelten Michelle. Michelle sagte, dass sie den Saleville Carnival in der Stadt besuchten und dass ihr Sohn verschwunden sei. Gegen 19.30 Uhr verließ sie Timothy, um an einem nahegelegenen Kiosk eine Limonade zu kaufen. Als sie mit der Limonade zurückkam, war ihr Sohn Timothy leider verschwunden. Die Polizei von South Amboy und die Staatspolizei begannen mit Unterstützung von Freiwilligen, die Gegend zu durchsuchen. Auch der Jahrmarkt wurde auf Anordnung der Polizei geschlossen. Mehr als 300 besorgte Bürger beteiligten sich an der Suche. Das nun leere Festgelände wurde abgesucht und auch die angrenzenden Waldgebiete durchkämmt. Die Landespolizei setzte einen Hubschrauber ein, um das Gelände abzusuchen, und eine Tauchergruppe suchte die nahegelegenen Teiche. Trotz all dieser Suchmaßnahmen fehlte von dem kleinen Timothy jede Spur. Am Abend seines Verschwindens trug Timothy ein rotes T-Shirt, knielange Shorts und Ninja-Turtle-Turnschuhe. Überall in der Stadt hingen Plakate, auf denen der vermisste Timothy gesucht wurde. Eines seiner Erkennungsmerkmale war eine Narbe auf seiner Wange, die von einem Hundebiss stammte. Das Verschwinden von Timothy erregte landesweites Aufsehen und wurde in der Sendung America's Most Wanted erwähnt. Die erste Person, die aus dem Fall ausgeschlossen werden konnte, war Timothys leiblicher Vater George. Er war 800 Kilometer entfernt zu Hause und sein Alibi wurde überprüft. Mehrere befragte Freunde bestätigten Georges Alibi. George hatte auch keinen Grund, Timothy zu entführen oder ihm etwas anzutun. In den letzten 5 Jahren hatte er kein Interesse mehr an einem Treffen mit seinem Sohn oder gar an einem Gespräch mit ihm. Seine Mutter Michelle und seine Eltern Ed und Alice Loczynski wurden ebenfalls befragt. Ende Mai wurden Michelles Aussagen über den Abend des Verschwindens von Timothy widersprüchlich. Die Ermittler gaben an, dass sie keine Zeugen finden konnten, die Timothy an diesem Abend auf dem Jahrmarkt gesehen haben. Timothy wurde zuletzt von einer Nachbarin gegen 1 Uhr nachts zu Hause gesehen. Um 20 Uhr desselben Tages wurde er als vermisst gemeldet. Michelle erzählte der Polizei, dass sie und Timothy in einem Park in Monmouth County waren, bevor sie zum Jahrmarkt gingen. Ein Zeuge, der an diesem Abend auf dem Jahrmarkt war, meldete sich, schilderte aber eine andere Version. Frau Michkowski erzählte der Polizei, dass sie nach Timothys Verschwinden mit Michelle gesprochen habe, aber ziemlich emotionslos gewesen sei. Einige Wochen nach Timothys Verschwinden begannen sowohl die Nachbarn als auch die Polizei, sich für Michelle zu interessieren. Ihr einziger Sohn Timothy war auf mysteriöse Weise verschwunden, es war klar, dass seine Mutter gefühllos und rücksichtslos war. Freunde aus Timothys Schule kamen zu Michelles Haus, um ihr Geld für einen Belohnungsfonds zu geben, aber sie weigerte sich herauszukommen. Michelles Mutter Alice sagte, die Leute müssen verstehen, dass meine Tochter keine Gefühle zeigt, weil sie vor kurzem ihren Sohn verloren hat.
Im Laufe der Zeit änderte sich Michelles Version dessen, was in jener Nacht geschehen war. Michelle wurde erneut in Gewahrsam genommen. Michelle gab zunächst an, sie habe Timothy verlassen, um eine Limonade zu holen. Und als sie zurückkam, habe sie festgestellt, dass er verschwunden war. Bei der erneuten Vernehmung begann Michelle, einen anderen Ablauf der Ereignisse zu schildern. Sie erzählte Kapitän Edward Scardney, dass Timothy von zwei Unbekannten entführt worden sei, die ihn mit einem Messer bedroht hätten. Nach dieser Aussage begannen die Ermittler, Michelle zu weiteren Informationen zu drängen. Unter dem Druck verließ Michelle weinend die Polizeistation. Als sie einige Stunden später zurückkehrte, weinte Michelle immer noch und sagte, sie sei verwirrt und habe ihre Aussage erfunden. Michelle unterzog sich auch mehreren Lügendetektortests über das, was in jener Nacht auf dem Jahrmarkt geschehen war. Monate waren seit Timothys Verschwinden vergangen und sowohl die Anwohner als auch die Ermittler versuchten, optimistisch zu bleiben. Aber sie begannen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der kleine Junge tot sein könnte. 5 Monate nach Timothys Verschwinden machte ein Mann namens Dan O'Malley einen Spaziergang. Er beobachtete Vögel im Industriegebiet des Raritan Center und erkundete die umliegenden Sümpfe. Bei einem Spaziergang entlang der Bahngleise fand Dan einen Kinderschuh und begann, ihn zu untersuchen. Er bemerkte einen Ninja Turtle Abdruck an der Seite des Schuhs und erinnerte sich an die vermissten Anzeige von Timothy. Er vermutete, dass es etwas mit dem Fall zu tun haben könnte und rief die Polizei. Die Turnschuhe wurden Michelle gezeigt, aber sie behauptete, sie gehörten nicht Timothy. Nachdem der Schuh gefunden worden war, wurden Michelles Freunde und Familie erneut befragt. Mehrere Personen, die Michelle und Timothy kannten, meldeten sich bei den Ermittlern, als sie vom Fund des Schuhs erfuhren. Sie sagten, der Fund habe sie überrascht, denn Michelle hatte vor vielen Jahren im Raritan Center gearbeitet, wo der Schuh gefunden wurde. Die Ermittler nahmen Kontakt zu Michelle auf und befragten sie erneut. Als sie bei der ersten Befragung nach ihrem beruflichen Werdegang gefragt wurde, erwähnte Michelle diese Stelle nicht. Sie hatten einen Hoffnungsschimmer, dass Timothy noch am Leben war, aber am 23. April wurde diese Hoffnung zunichte gemacht. Nach der Entdeckung der Turnschuhe begann sich der Fall zu beruhigen. Die Ermittler beschlossen, das Gebiet noch einmal abzusuchen, falls etwas übersehen worden war. In der Nähe des Fundortes der Turnschuhe entdeckten sie etwas Schreckliches, das neben einen Müllhaufen geworfen wurde. Es handelte sich um einen kleinen Schädel, der teilweise in einem Bach versunken war, der in den Raritan River mündet. Außerdem fanden sie eine blau-weiße Decke und ein zweites Paar Turnschuhe, das zum ersten passte. Die Untersuchung des Schädels und der Zahnunterlagen ergab, dass es sich um den Schädel von Timothy Wiltsey handelte. Auf einer Pressekonferenz gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sein Tod als Mord behandelt werde. Aufgrund der Verwesung des Leichnams war es nicht möglich gewesen, die Todesursache von Timothy festzustellen. Die Öffentlichkeit reagierte gegen Michelle und Michelle verhielt sich bei der Beerdigung ihres Sohnes weiterhin gefühllos. Michelle änderte ihre Geschichte mehrmals, ohne dass ihre Familie und die Öffentlichkeit davon wussten. Auch nicht, dass sie einen Lügendetektortest nicht bestanden hatte. Michelle hatte ihrem engsten Kreis erzählt, dass sie den Lügendetektortest bestanden hatte. Trotz all dieser Beweise hatten die Ermittler nicht genug, um Michelle zu verurteilen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingestellt und der Fall verschwand aus den Schlagzeilen. Angesichts der öffentlichen Empörung packte Michelle ihre Sachen und verließ South Amboy. Obwohl Timothy nicht mehr in den Medien war, hatte ihn niemand vergessen. Im Januar 1994 waren 1,5 Jahre seit dem Fund von Timothys Schädel vergangen. Interessanterweise war Michelle wieder in den Nachrichten. Michelles Auto wurde leer und verschlossen, vor der Wohnung ihres Bruders in Woodbridge gefunden. Sie war abends zur Arbeit gefahren, aber nicht zurückgekehrt. Michelles Bruder Edward fand ihr Auto verlassen vor der Tür. Die Polizei leitete eine Suchaktion ein und fand Michelle am nächsten Morgen in der Innenstadt von Detroit.
Nach ihrer Aussage wurde sie von zwei Polizeibeamten in einem schwarzen Auto entführt und in Detroit abgesetzt. Die Beamten warnten Michelle, über den Mord an Timothy zu schweigen. Nach einer gründlichen Untersuchung durch das FBI konnte Michelles Geschichte nicht bestätigt werden. Das FBI beschuldigte Michelle, ihre eigene Entführung inszeniert zu haben. Sie sei an jenem Morgen mit dem Bus nach Detroit gefahren und habe die ganze Entführungsgeschichte erlogen. Michelle wurde zu 6 Monaten Hausarrest und 3 Jahren auf Bewährung verurteilt. Nach dem Mord an Timothy machte Michelle weiter von sich reden. Im Dezember 1997 stahl sie einen Laptop von ihrem Arbeitsplatz als Rezeptionistin und bekannte sich schuldig. Sie wurde erneut zu Hausarrest und Bewährung verurteilt. In den folgenden Jahren lebte Michelle anonym in Florida. Gelegentlich wurde der Fall wieder aktuell und Reporter warteten vor ihrem Haus auf eine Stellungnahme. Michelle hatte Interviews immer abgelehnt. Sie wollte nicht, dass ihre neuen Nachbarn von ihrer schmutzigen Vergangenheit erfuhren. Doch Michelles Abenteuer endete, als die Ermittler in Sayreville Timothy's Fall untersuchten. An Timothys 29. Geburtstag wurde Michelle Wiltsey wegen Mordes an ihrem Sohn verhaftet. Ein Richter ordnete ihre Auslieferung nach New Jersey an. Außerdem wurde angeordnet, dass sie bis zu ihrer Auslieferung in Florida in Haft bleiben sollte. Michelle kam schließlich vor Gericht und plädierte auf nicht schuldig, aber die Staatsanwaltschaft hatte neue Beweise. Die am Tatort gefundenen Gegenstände wurden den Angehörigen nicht gezeigt, als die sterblichen Überreste von Timothy gefunden wurden. Die weiße Decke wurde Michelle gezeigt, die behauptete, sie nie zuvor gesehen zu haben. Die Ermittler kontaktierten daraufhin Timothys Cousin Jennifer Dilcher, eine ehemalige Babysitterin. Als Jennifer die Decke sah, begann sie unkontrolliert zu zittern und sagte, sie gehöre Timothy. Rief der stellvertretende Staatsanwalt in den Gerichtssaal. Die Person, die ihn auf die Welt gebracht hat, hat ihn von der Welt genommen. Am zweiten Verhandlungstag trat Danielle Gerding, die ehemalige Betreuerin von Timothy, in den Zeugenstand. Danielle sagte, sie habe die Decke, die unter den sterblichen Überresten gefunden wurde, mehrmals in Timothys Haus gesehen. Eine andere Betreuerin, Dawn Matthews, identifizierte die Decke ebenfalls als die von Timothy. Mit Dawns Aussage gab es 3 Zeugen, die mit Timothys Leiche weggeworfene Decke identifizierten. Einer der wichtigsten Momente des Prozesses war, als viele der Verhöre mit Michelle dem Gericht vorgespielt wurden. Diese Bänder führten das Gericht 25 Jahre zurück in die Vergangenheit. So konnten die Geschworenen hören, wie Michelle ihre Geschichte über die Ereignisse auf dem Jahrmarkt änderte. Obwohl Dutzende von Beweisen gegen Michelle vorgebracht wurden, hatten die Geschworenen immer noch ein großes Fragezeichen. Welches Motiv hat jemand, seinen eigenen Sohn zu töten? Michelles alte Freundin Danielle Marquis beantwortete diese Frage auf ihre Weise, als sie in den Zeugenstand trat. Sie sagte, dass Timothy medizinische Probleme hatte und dass diese Probleme zu einem Problem für Michelle wurden. Michelle sagte einmal zu Timothy, ich bin eine Wochenendmutter, ich bin nicht für diesen Mist gemacht. Nach tagelangen Beratungen kamen die Geschworenen schließlich zu einem Urteil. Michelle Loczynski wurde des Mordes an Timothy für schuldig befunden, sie wurde zu 30 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar. Am 13. Oktober 1992 war Corrie Wienicke zu Hause in West Liberty, Iowa. In der Nacht zuvor hatte er im Restaurant seines Großvaters Nachtschicht gehabt. Dort arbeitete er die meisten Nächte als Barkeeper. Als seine Verlobte Jody Hartz an diesem Abend nach Hause kam, stand Corries Auto immer noch in der Einfahrt. Corrie war ein beliebter Footballspieler, der in der Gegend sehr bekannt war. Früher hatte er mit seiner Mannschaft an den nationalen Meisterschaften teilgenommen. Als Jody und Corrie sich kennenlernten, schienen sie gut zueinander zu passen.
Jodi arbeitete in einer Bank in Iowa City, und da sie tagsüber arbeitete, war Corey meistens schon weg, wenn sie nach Hause kam. Als sie abends nach Hause kam und sah, dass er noch da war, machte sie sich Sorgen. Außerdem war Corys Hund ohne Kette im Garten. Und die Fliegengittertür zu ihrem Haus stand weit offen. Jodi betrat das Haus, sah die unverschlossene Haustür und fand eine schreckliche Szene vor. Corey lag regungslos im Schlafzimmer, sie geriet in Panik und rief die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten bestätigten traurig, dass Corey tot war. Er hatte mehrere stumpfe Gewalteinwirkungen erlitten, darunter einen Schädelbruch. Die Polizei begann ihre Ermittlungen mit einem Gespräch mit Jodi. Jodi sagte, dass Corey bei der Arbeit sein sollte und dass sie ihn zuletzt um 8.30 Uhr gesehen hatte, als er zur Arbeit ging. Da im Haus nichts fehlte, schloss die Polizei einen Einbruch schnell aus. Ein Farmer, der zu der Zeit in der Nachbarschaft wohnte, meldete sich bei der Polizei. Er sagte, er sei um 13.30 Uhr an Corys Haus vorbeigefahren. Er behauptete, einen Baseballschläger aus Metall am Straßenrand in der Nähe des Hauses gesehen zu haben. Er sei jedoch an diesem Morgen vorbeigefahren und habe den Schläger nicht gesehen. Die Polizei geht daher davon aus, dass sich der Mord an Corey zwischen 9 und 14 Uhr ereignet hat. Die Polizei fand den Baseballschläger und schickte die Blutflecken darauf zur Analyse. Die Analyse ergab eine Übereinstimmung mit der Blutgruppe von Corey. Obwohl der Baseballschläger als Tatwaffe bestätigt wurde, konnten keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren darauf gefunden werden. Die Polizei vermutete, dass Corey seinen Mörder kannte und es gab keine Hinweise auf einen zufälligen Mord. Die Polizei erfuhr, dass Corey vor seinem Tod mit mehreren Frauen zusammen gewesen war. In den Monaten nach seinem Tod befragten die Ermittler mehr als 400 Personen. Einige der Verdächtigen wurden verhört und auf der Polizeiwache festgehalten. Trotz all dieser Befragungen und Beweise geriet Corys ungelöster Mordfall in Vergessenheit. 10 Jahre nach Corys Tod hatte die Polizei noch immer keine konkreten Hinweise, sie suchte noch immer nach einem Motiv. Die Polizisten wollten, dass sich jemand meldet und ihnen Details zu dem Fall erzählt. Die Details, die sie brauchten, kamen fast 25 Jahre nach Corys Ermordung. Überraschenderweise war es kein Geständnis, sondern eine zufällige Begegnung. Agent Trent Villita besuchte ein Krankenhaus in Iowa, um einen Zeugen in einem anderen Fall zu befragen. Im Krankenhaus sprach Trent mit einer Krankenschwester namens Jessica Becker. Sie erzählte ihm, dass sie ungelöste Fälle bearbeite. Jessica erzählte ihm von einem Vorfall, den sie als 9-Jährige miterlebt hatte. Eines Nachts im Jahr 1992 übernachtete sie bei einer Freundin, die Tochter von Jacques Hartzen war. Jacques Hartzen war die Schwägerin von Annette Shahill, die der Polizei gut bekannt war. Nach Corys Tod fanden sie heraus, dass sie eine der 4 Frauen war, mit denen er sexuelle Beziehungen hatte. Sie hielten sie sogar für eine Verdächtige und verhörten sie. Bei der Vernehmung 1992 sagte Annette aus, sie sei mit Jacques in Iowa einkaufen gewesen, als Corey getötet wurde. Die Polizei forderte sie auf, dies zu beweisen, und sie legte Quittungen vor. Jessica erzählte Trent, dass sie, als sie in Jacques' Haus übernachtet hatte, vor dem Einschlafen die Treppe hinuntergeschlichen war. Als sie oben angekommen waren, hörte sie Annettes Stimme im Esszimmer. Annette murmelte leise etwas und weinte. Jessica sah, wie Annette schwarze Kerzen anzündete und hörte sie sagen: Corey, ich wollte dir nie wehtun, es tut mir so leid und ich wollte dich nie töten, ich liebe dich. Jessica, die damals noch ein kleines Mädchen war, ging wieder nach oben, damit Annette sie nicht sehen konnte. Jessica sagte, sie habe ihrer Mutter vor Jahren von dem Vorfall erzählt, aber ihre Mutter habe ihn nicht der Polizei melden wollen. Aufgrund seines Gesprächs mit Jessica überprüfte Agent Trent die Ermittlungen zu Corys Tod. Bei der Durchsicht der Akte fand er einen Bericht über die Vernehmung eines Mannes namens Scott Payne im Jahr 1996. Scott war ein Freund von Jacques und Annette.
Nach Corys Tod wurde Annette dabei gesehen, wie sie Dinge in ihrem Garten verbrannte. Scott wurde daraufhin erneut befragt und er bestätigte seine Aussage von vor Jahren. Auf die Frage, wann das gewesen sei, antwortete sie, es sei 2 Tage nach Corys Tod gewesen. Scott fragte Annette, was sie verbrannt habe, und sie sagte, sie habe die Kleidung verbrannt, weil sie mit Farbe verschmiert gewesen sei. Die Polizei griff ein und verhaftete die 56-jährige Annette Shahill. Sie wurde wegen Mordes ersten Grades angeklagt und sofort verhört. In Annettes ersten Prozess konnten sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen und der Fall wurde für nichtig erklärt. Im zweiten Prozess argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass Corey verlobt gewesen sei und es sich daher um einen Eifersuchtsmord gehandelt habe. Die Verteidigung argumentierte, dass Annette als Zeugin Corey nicht getötet habe. Es gab auch keine physischen Beweise, die Annette mit dem Mord in Verbindung brachten. Die an Corys Hand gefundenen Haare wurden analysiert und passten nicht zu Annette. Auch auf dem Baseballschläger fanden sich keine Fingerabdrücke oder Blutspuren, die auf Annette hindeuteten. Ein weiteres Argument in Annettes Berufung stützte sich auf die Haare, die an Corys Hand gefunden wurden. Er hatte 4 verschiedene menschliche Haare, von denen keines zu Annette gehörte. Sie argumentierten, dass Corey ein erfahrener Kämpfer war und mehr als eine Person ihn angegriffen haben musste. Die Geschworenen berieten stundenlang und teilten dem Richter schließlich mit, dass sie nicht weiterkommen würden. Sie baten den Richter, das Gericht erneut einzuberufen. Nach insgesamt 16 Stunden Beratung wurde schließlich ein einstimmiges Urteil gefällt. Annette Shahill wurde des Mordes an Corey Wienecke für schuldig befunden und zu 50 Jahren Haft verurteilt. Für weitere Videos klicken Sie. Das Video auf der linken Seite kann als verstörend empfunden werden und wird daher nur für erwachsene Benutzer empfohlen. Die Wiedergabeliste auf der rechten Seite besteht aus Videos, die am beliebtesten sind.